Ich möchte dir heute das Learn to Love Yourself Workbook zum Kurs vorstellen. Ich habe dir erzählt, das ist das Herzstück des Kurses, denn es bietet dir ganz viele Möglichkeiten, Übungen, Reflexionsfragen, um deinen Weg zu einem positiven und gesunden Körpergefühl zu gehen. Du bekommst dieses Buch nach Hause geschickt. Mit der Post kommt es zu dir und als allererstes rate ich dir, trage deinen Namen ein. Ja, es hat was ganz anderes, wenn tatsächlich auf dem Buch, in diesem Buch dein Name steht. Und dann hast du hier ein Inhaltsverzeichnis. Dort siehst du, wir arbeiten in 6 Kapiteln an deinem persönlichen Körpergefühl, an dem Weg, an auf der Reise zu dir selber. Kapitel 1 bedeutet, es geht um die Bestandsaufnahme. Wo stehe ich und wo will ich hin? Kapitel 2, darum geht's, da geht's um dich, um deine Stärken und wie du diese im Alltag für dich bereits schon nutzt und wo es vielleicht noch ein Potenzial gibt. In Kapitel 3 schauen wir, was macht denn dein innerer Dialog? Die kleinen negativen, persönlichen, inneren Gespräche, wie sie dich beeinflussen und wie du sie bemerken und verändern kannst. Kapitel 4, da geht es um die Bewegung. Wie kann dein Körper, deine Haltung, deine Psyche, deine Einstellung zu dir selber verändern? Und in Kapitel 5 gucken wir in dem Bereich, wie Ernährung und Genuss ebenfalls deinen Blick auf dich selber positiv verändern kann. Und in Kapitel 6, da schauen wir zurück, welche Schritte du bis hierhin getan hast, wie weit du schon gekommen bist und was noch vor dir liegt. Dann gibt es noch ein Bonuskapitel mit zusätzlichen kleinen Empfehlungen zu den Charaktertypen, die du in Kapitel 2 kennenlernst. Und exemplarisch zeige ich dir an Kapitel 1 einmal, wie das Ganze aufgebaut ist. Du findest immer am Anfang eines jeden Kapitels eine Übersicht. Das sind Materialien, die noch zusätzlich dich zu den Übungen und Fragen begleiten. Es gibt vorneweg immer ein Begrüßungsvideo, dann haben wir teils Audios, die du dir anhören kannst, sind oft Entspannungsmeditationen, aber auch Videos, die Übungen näher erklären oder tiefer hineingehen. Und es gibt auch PDF-Dokumente, die du dir noch zusätzlich runterladen kannst, um damit zu arbeiten und um sie auszufüllen. Du siehst, hier gibt es Fragen, immer durchnummeriert, die du ganz in deinem Tempo innerhalb der vorgegebenen Zeit, ob 2 oder 3 Wochen, durcharbeitest. Und parallel dazu, wenn du magst, schon mal in dein Tagebuch am Ende jedes Kapitels deine Antworten auf die gestellten Fragen einträgst. Und so sieht tatsächlich jedes Kapitel aus. Du findest am Anfang des Kapitels eine Übersicht, dann Fragen, die du in diesen Bereichen ausfüllst und schließlich hast du dann zum Ende wiederum einen Tagebuchteil. So geht das über 6 Kapitel in den einzelnen Bereichen, die ich dir gerade schon erzählt habe. Und zum Schluss findest du im Bonusteil, da wollen wir noch einmal kurz reinschauen, eben noch eine kurze Erläuterung zu den unterschiedlichen Charaktertypen Adler, Affe, Tiger, Elefant. Und hast dort Empfehlungen, wie das möglicherweise gut für den Stoffwechsel ist, was dir an Bewegung gut tun könnte. Das sind reine Empfehlungen, die du dir durchlesen kannst, wo du dich in dem einen oder anderen wiederfindest und damit einfach noch ein wenig mehr zu deinen persönlichen Charakterstärken findest. Und dann sind wir durch. Das sieht jetzt vielleicht ziemlich wenig aus, glaube mir. Jede einzelne dieser Fragen hat es sehr in sich und deswegen lassen wir uns viel Zeit beim Durcharbeiten. Ich wünsche dir viel, viel Freude mit diesem Workbook, das mit einem kleinen Überraschungspaket zu dir nach Hause kommt. Und vor allem wünsche ich dir ganz viel Freude beim
ausfüllen und den Weg zu deinem positiven und gesunden Körpergefühl zu gehen.